Ich denke, Yokata. Oh, Aaskriecher. Ja, zum Glück backt er gerade. Was braucht nichts Gefährliches, hoffe ich doch. Weswegen wir ihn leicht umbringen können. Gut, aber auf der Seite ist nichts mehr. Kanal, kein Platz für euch. Kanal, unser Ort. Jetzt gehen oder ich wütend werden. Okay, die auf dieser Seite sind pissed. Ja. Wow. Ja, was immer ihr wünscht. Stirb, Kreatur, und nähre die Erde. Führ auf das Gute. Könnt ihr mal aufhören, Yoshimo zu töten? Das ist nämlich nicht gerade nett. Natürlich. Ich warte, wenn es das ist, was ihr wollt. Stirb, Kreatur! Ja, Kobold-Schamane. Kobold-Kommando, Kobold. Noch ein Kobold. So, das geht am einfachsten. Die sind nämlich alle böse. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Oh, bei meinem Volk erzählen wir uns solche Geschichten. Unter der Erde, ich helfe, wo immer ich kann. Ja, ja, unter der Erde ist nicht gut. Weil, wissen wir, Eri. Sacken wir lieber mal die Feuerpfeile ein. Du hattest wohl nur einen Stab. Nein, du hast einen Stab. Und ein Kurzschwert bei dir. Hm. Halte die Augen auf. Man kann nur wissen, was für Gefahren an einem Ort wie diesem lauern können. Das ist ein Stab der guten Bären. Er gehörte dem Kobold-Schaman, der sich in den Abwasserkanälen unter dem Slumviertel aufgehalten hat. Ist ein ganz normaler Kampfstab. Hm. Sprecht frei heraus. Die Dienerin der Natur ist bereit. Stein zu Fleisch. Erdelementar bezaubern. Ah. Na gut. Ich warte. Ja, nun gut. Alle einigermaßen geheilt. Wo soll ich leichtfüßig und so? Gucken wir erstmal, was da oben noch ist. Wenn da oben überhaupt noch was ist. Weil es sieht fast aus, als wäre es da zu Ende. Jo, hier ist Ende. Sagt nur, was möchtet ihr? Erzählt mir mehr davon. Das heißt, es geht nur noch hier drüben weiter. Ich warte. Keine große Herausforderung. Hm. Pfeile identifizieren. Feuerpfeile. Wer trägt gerade
Feuerpfeile angefangen ist, deckst du. Ja, gut. Wieder ein Quicksave machen. Ich entsinne mich. Was immer ihr benötigt, ich erledige es gut. Ach du meine Güte. Okay. Seid doppelt vorsichtig. Ich bin mir sicher. Falle zugeschnappt. Das wollte ich nicht. Genau, Kobold, stirb. Aber egal, ich werde jetzt nicht wegen der Falle neu laden. Ich warte auf euren Befehl. Guck lieber gerade, wer noch Heilzauber übrig hat. Fragt nur. Du hast die Heilzauber. Dann lasse ich Keldon mal die rumgehen. Oh, bei meinem Volk erzählen wir uns solche Geschichten. Unter der Erde rumzukriechen ist nichts für die Avariel. So, eins bitte an Keldon und eins an Yoshimo. So. Gott. Ich warte. Die Gruppe ist wieder einigermaßen gut beisammen. Dann gehen wir jetzt erstmal hier Kobolde töten. Das war ein Schamane. Mal wieder einer. Ja. Mein letzter Magiebandzauber. Schwerter, stürz dich in mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. Denn Minsk wird dir keinen solch einfachen Tod gönnen. Dumm die Dumm. Identifizieren und zu Yoshimo. Trink mal ein, Minsk. Gib den Rest an Yahira zurück. Fragt nur, was immer ihr wünscht. So der Schnee? Hey, ja! Hey, die Touristen lieben das. So, jetzt können wir wieder vorsichtig hier lang gehen. Um zu sehen, dass hier schon mal nichts ist. Okay, hier ist ein Typ mit einem Aaskriecher. Wenn ihr es wollt. Und da geht's nach... zur befestigten Anlage der Sklavenhändler. Ist das dein Haustier? Ja. Ihr seid wegen der Klinge hier, nehme ich an. Es ist so, wie wir schon lange erwartet haben, mein Freund. Er wirft der Kreatur neben sich einen Blick zu. Zu lange in dieser Grube, zu lange. Welcher Freund? Mit wem sprecht ihr? Von welcher Klinge sprecht ihr, alter Mann? Wer seid ihr und warum lebt ihr hier in diesen Abwasserkanälen? Ich habe gerade keine Lust, mich mit einem Verrückten aus den Abwasserkanälen zu unterhalten. Zurück in die Schleimgruppe, aus der ihr gekrochen seid, alter Mann. Geht zur Seite, damit ich diesen gefährlichen Aaskriecher töten kann, der sich da so gefährlich nah bei euch herumtreibt. Welcher Freund? Dieses sogenannte Untier ist in euren Augen ein Monster, aber für mich ein Freund. Würdet ihr ihn gerne küssen? Nein, lieber nicht. Er liebt die Zuneigung, er liebt es, das Fleisch der Ahnungslosen zu kosten. Es ist eine seiner Schwächen. Dies war das Geschenk, das er mir für all die Jahre gegeben hat. Dieses fürchterliche Wesen ist euer Freund. Mein einzig wahrer Gefährte, Oberflächling.
Ja, erzählt mir mal von dieser Klinge. Das glitzert in euren Augen, es verrät eure Gier, eure Lust. Ich habe diese Klinge gefunden, Kind. Sie ist höchst trickreich versteckt und allen wurde ein grausamer Streich gespielt. Mein Freund hier weiß es genau. Ja, wer seid ihr und warum lebt ihr hier in den Abwasserkanälen? An diesem Ort hat man mich Qualo genannt, doch in Wahrheit ist dies der Name eines anderen. Mein Name wird in nah und fern gesungen. Von den Zungen der Barden rollt er und von den Lippen der Nahen gleitet er. Ihr seid also der Ansicht, berühmt oder bekannt zu sein. Ich habe noch nie von euch gehört. Ich schnitt mir einen Pfad durch die Welt an der Oberfläche, bevor ich hier hinabgetrieben wurde, um mich zu verstecken. Wenn ihr den einen gefunden habt, werdet ihr vielleicht verstehen. Erzählt mir von dieser Klinge. Wo kann ich sie finden? Der eine hat Hinweise für euch zurückgelassen. Habt ihr seine Hinweise nicht gefunden? Dort, wo der Oberflächendreck abfließt, befinden sich die Hinweise. Kehrt zu mir zurück, bevor ihr dem Pfad des einen folgt. Es gibt noch viel, das ihr lernen müsst. Ich werde nach diesen Hinweisen suchen und zurückkommen. Dort, wo der Oberflächendreck abfließt, befinden sich die Hinweise. Kehrt zu mir zurück, bevor ihr dem Pfad des einen folgt. Es gibt doch viel, das ihr lernen müsst. Das Rätsel in den Abwasserkanälen. Das habe ich immer noch nicht erledigt. Die Aktivitäten im Hinterzimmer. Tierische Probleme in Handelstreff, Reise zu den Windspiegeln, Korgan, Hendak und die Sklaven. Vielleicht kann ich beides zusammen abschließen. Gelm, Bates von Ura. Ein Freund von Quay benötigt Hilfe auf der Jagd nach Valiga Kotala. Die gefallenen Paladine, der Kult der Augenlosen. Treffen mit Waylands Herrin. Ja, das war der Auftrag. Rätsel um Montaron. Rätsel. Ein Mann namens Qualo hat mir etwas von einer Klinge erzählt, die angeblich in den Abwasserkanälen zu finden ist, wenn man ein Rätsel löst. Die entsprechenden Hinweise soll ich dort suchen, wo das Wasser von oben herabfließt. Das wäre vielleicht hier oder hier. Ich war natürlich. Oder in dem letzten Raum, in dem ich noch nicht war. Ja, an das Quest mit der Klinge erinnere ich mich noch. Das ist eine ziemlich lustige Klinge. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadel. Yoshimo, guck erstmal, ob da eine Falle an der Tür ist. Nö. Leuchtendes Becken. Das verseuchte Becken beginnt schwach zu leuchten. Eine aufgeregte Stimme hallt in eurem Kopf wieder. Endlich, sucht die Schlüssel. Ich fand einen Mann an Wert zu gering und so soll er mir als Stimme dienen, bis ich wieder frei bin. Beweist euren Wert und ich werde mich eurer Herrschaft unterwerfen. Lauschet den Worten meines Peinigers, der mich zurückließ, sodass er dieser Welt entfliehen konnte. Die Stimme nimmt einen feierlichen Ton an. Vier schwere Schlösser ließ man machen, vier schwere Siegel die Klinge bewahren. In richtiger Folge die Schlüssel nun bringe, auf dass nicht der Schrei deines Todes erklinge. Die Stimme kehrt wieder zu ihrem aufgeregten Ton zurück. Als alles still war, kroch ich aus dem Schlamm und ersann den Reim für euch. Vala verbot es und versteckte mich, aber er ist tot und so ignorierte ich ihn. Was ist hier los? Wer seid ihr? Die Stimme lacht. Ich kann nicht alles enthüllen. Beweist euren Wert. Findet Qualo. Wir werden durch dieses Medium sprechen. Seid achtsam. Die Siegel müssen in der richtigen Reihenfolge geöffnet werden. Also ja, das ist der Ort, wo Wasser nach unten fließt. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. Da müssen wir herausfinden, was für Siegel es sind. Ja. Habt ihr die Hinweise gefunden, Kind, oder muss dieser Ort für immer ein Grab bleiben?
Ich habe eure Hinweise gefunden, alter Mann. Der eine hat euch gesagt, dass es vier Dinge benötigt, um sich zu öffnen. Das Schloss ist aber nicht ganz so einfach. Die Schlüssel müssen in der richtigen Reihenfolge verwendet werden. Stellt mir die Frage, die ihr über Schlüssel habt, und ich werde euch jene Antwort geben, der ihr wert seid. Manche Fragen kann oder will ich nicht beantworten. Wozu brauche ich diesen Stecken? Der Stecken wird den Vertrag besiegeln und euren Wert beweisen. Im Moment habe ich keine Fragen. Okay, neue Antworten.